face now. AK on the ring now. Tryna overdose Holly now. Feel that I'm not wrong now. Tryna find my soul now. I can go to show now. Got me a new pole now. Got me a new hole now. About to cut the rose now. Living on my own now. Turned up, I won't turn down. Let me in my zone now. Bitch, you been that tease me. You excited that I'm gone now. My mom's a new home now. Draco a new buzz now. Just say she happy. So, Montag, Woche hat gestartet, wir hatten heute, ich hatte Unterricht, ich hatte dann ein Meeting mit dem Deutschprofessor, dann hatte ich Lifting, also eine Gym-Head, dann hatte ich eine Videoanalyse und dann hatte ich Abschlusstraining, sehr, sehr viel zu tun, wir sind jetzt schon seit einer Stunde zurück, ich habe schon zwei Stunden zurück, wie früh ist es? Es ist schon 19:40 mittlerweile, also schon so ein seit einer guten Zeit hier. Ich habe schon zwei Spiele oder drei Spiele auf der PlayStation gemacht, Ultimate Team. Bin dann hier rübergekommen und der Herr Cinzini hat sich FIFA Points gekauft. Oder wollte sich FIFA Points kaufen. Es hat gerade eine Stunde gedauert, bis er sie sich kaufen konnte, weil er irgendwie kein Geld hat auf dem amerikanischen Konto. Dann hat das irgendwie nicht geklappt. Dann gab es da nochmal irgendwie, hatte eine Nachricht auf sein Handy bekommen, die kam er nicht an. Ganz viel Stress. Hat jetzt ein neues Konto kreiert. Ein neues Konto kreiert. Oh! Er hat ein neues Konto kreiert und jetzt ziehen wir ein paar Packs. Mal sehen, was jetzt kommt. Erster ist Brasiliana. Alisson. Oh, Torhüter bringen immer nicht so viel. Aber nicht. Er hat 3800 Points, also 35 Dollar ausgegeben. Jetzt filme ich die alle und mal sehen, was er bekommen hat. Vabbè, intanto c'ho la difesa della Premier League, fra, mi faccio una Premier League, zii, serenissimo, guarda Kovacic. Ok, vai avanti. Non schlecht. Not bad, eh? Vai di là. Bissouma, Luis Alberto. A destra, aspetta, fammi vedere! Ah! Ah! È buono, forse è il migliore che... Qua non trovo niente, io voglio i giocatori, fra. Fra, non li trovi neanche nell'altro, non è che sono scemi quelli di FIFA. Tanta roba. Tanta roba. Buono. Minchia che pack opening, ragazzi. Oh. Sto facendo il video questo. Skip. Magari è buono. No, non è neanche raro. Fulgini. Forte. Tanta roba. Manda. Ombra. Ombra tanta roba. Buono però. Phillips. Buono, dai. Difende normale. Luca, voglio aprire qualche pacchetto più importante. No, chi, ma chi è? McGiddy! Pepe! Buono. Fra, voglio aprire gli altri. 12 giocatori, 3 oro rari, fra. Va bene, apriamo uno dopo. Almeno uno. Yarmolenko. Mamma mia, che tanta roba, fra. Buonissimo. Vai. Florentino. Colori, scarta, MLS. Scarta. Anche questo? Vai, sì, basta, via. Vediamo. Workout. Special primo, dai. Modric. Buono. Modric. Non è forte. Davide Calato. What's up, bro? He just spent $35, bro. This guy? Yeah. For nothing. We're opening for nothing, yeah. Nah. What you mean? I found Alisson, bro. Ah, questo è buono come pacchetto. Alisson. 24 oggetti. Apri questo. Scarta gli ultimi due. This questo guy, bro. Quello di Tienlo. Scarta. Goal. Scarta. Soprannome. Frega. You downed the people ultimate team scarta. Again, eh? Scarta. Guarda questo! Every real talking. That's 35 bucks. Nicht gelöscht, sondern. I opened one of these. Gelöscht. Warum auch immer. But they are not tradable, bro. Aber er wird wieder zocken. Das ist eine kurze Phase. Er zockt sehr, sehr aggressiv. Also er rastet wirklich aus. Ich bin ein sehr, sehr entspannter Spieler. Ich glaube, er ist auch ein entspannter Spieler. Wenn man gewinnt, gewinnt man. Wenn man verliert, verliert man. Der Junge zerstört Sachen, macht seine Hand kaputt. Oh, El Faro. Già un answer, di nuovo. Almeno quello lì è scambiabile. Dai, buttalo su. Ah, ma ce l'ho già? Sì. Ah. L'hai trovato prima. Dai, vendilo. 35 euro ausgegeben für gar nichts. Top.
War schön mit euch. Avanti. Sì, sì, so come si fa, so come si fa. Adesso aspetta, sì. Scegli e aspettiamo. Allora, modulo, facciamo un 4-2-3-1. Il 3-5-2. Ma com'è il 3-5-2? O 4-2-3-1, sì. No, 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 non questo, non questo, non questo. No. Aspetta, vai giù. Vai giù, giù, giù. L'ultimo? No. No, no, no. L'ultimo? Questo. Perché è così, scusa? No, no, non quello lì. Fai il... Serve un... o questo o il 3-5-2. No, no, no. 4, 3... Fai più questo, Io prenderei quello sopra, sopra. Sì, questo. Questo no, sì. No. 3 TT. No, no, no. Fai il 3-5-2, guardalo. O questo. Dai, facciamo questo. No? 3-4-1-2? Sì. No. È meglio, fra, cioè, perché sono 2 CC invece che 2 CDC. 4-5-1? Anche. Che sfiga. 4-2-3-1, scusa, fammelo vedere l'ultimo. Fa schifo, zio. No, buono, buono, fai questo, fidati. Ma cosa? Fa schifo? Fai questo, fidati. Ma fa schifo? Fidati, fidati, perché? Fidati. Perché devi giocare con giocatori vicini che fanno combinazioni. Der Typ ist in einem anderen. Ah, Brüssel. Oh, das ist so geil. Er macht auch mal weiter. Hab ich nicht gesehen, ne? Hab ich nicht gesehen. Michael, chi cazzo è? Ormai io sono già andato. Niente, Premier League. Vai, mettevo il posto di. Kylian. Kylian. Kylian Mbappé. Ti ha salvato la attore, c'è Antonio Conte. Eccolo lì. Mister Choi Yong-sot. Perfetto. Allora, calma. Che schifo, ragazzi. Das sind im Prinzip nur solche Balls. Mit Reis. Salat. Dai, Mbappé! Soßen. So, wir sind jetzt im nächsten Raum, eine Stunde später. Wir haben die nächsten Packs gezogen um 20.50. Hallo. Davor um 19.50 drüben, bei Fido. Mr. Luca, Mr. Luca, Luca. Ich glaube, er hat ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Und er hat 4.000. Perfetto, grande. Er hat 4.000 Points, die jetzt verballern wird. Für Umbra, cacciatore. Nichts am Ende. Nichts. Oh. Pazzesco. Ein Inform. Ich. Nein, non ci credo. James. Non ci credo. Ma tu hai visto? Tu hai visto? Look at this guy. Look, look. Bam. Aspetta, aspetta. Wait. Ok? Same guy. Er will wieder zuschlagen, Leute. Er hat immer so Verschwörungstheorien von EA und so und berechnet immer die Sachen und sagt so, dass das alles ein Witz sei und dass sie einen verarschen und dies und jenes. Stimmt auch alles und trotzdem sitzt er hier und gibt Geld aus, 30, 40 Dollar, um irgendwelche Scheißpacks zu ziehen. Xoli, ma quel Cahill di merda, zio cane! Lui? So, die Bauarbeiten sind voll im Gange, wie ihr sehen könnt.
Keine Ahnung, ob das so bleibt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, die Mann ist ein bisschen schön hier. So ist es zwar auch besser als davor, aber es sind einfach nur Stühle reingeklatscht. So. Also, ja. Mal sehen, mal sehen. Das sieht schon lustig aus. Ist egal, geil. Wir sind schon ganz im Platz bereit. Fürs Spiel. Wasser. Dann kommt da danach die Aufstellung. Wir sitzen erstmal wieder auf der Bank. Kommt dann wahrscheinlich wieder 30 Minuten rein. Ab da spielen wir dann wieder besser und ich spiele dann durch. Aber mal sehen. Ob es heute genauso wird wie in den letzten drei Spielen. Oh ja, ich habe in den letzten drei Spielen immer bin ich reingekommen, habe dann super gespielt. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, warum ich noch immer auf der Bank erstmal sitze. Aber in Amerika spielst du eh nie 90 Minuten durch. Deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm. Wenn man zuerst auf der Bank sitzt, wenn man dafür halt reinkommt und dann die restliche Zeit spielt. Wetter ist top. Da ist ein Banner. Spartans Army. Und ja, heute gegen Furman. Die müssten eigentlich ganz gut sein. Bin sehr, sehr gespannt, wie wir spielen. An sich ist das Spiel nicht so wichtig, weil es halt kein Conference-Spiel ist, aber es geht trotzdem in die Ratings rein. Deswegen hat es schon trotzdem gewissen Wert, das Spiel. Aber mal gucken. Ich glaube, das Geilste hier und auf allen Plätzen, also das haben eigentlich alle Mannschaften oder alle Unis besser gesagt, auf ihren Rasenplätzen, ist halt einfach das hier. So Big South draufsteht für die Conference. Das ist einfach geil, dass man hier so den Ball an. Bup! Bevor es wieder hart wird. Ja. Schon geil aus. Aber hier ist weiß. Das ist weiß. Ja, weiß ist richtig hart, schwarz ist weiß. Und das Grün ist auch weiß, weil es da rasend ist. Aber sieht schon geil aus. Ja, die Musik, das ist das Zeichen von Furman. Die Uni ist sehr, sehr geil. Letztes Jahr haben wir bei denen gespielt, auswärts. Und deren Uni ist halt so wie die Farbe, also wie deren Logo halt in weiß und purple gehalten. Das ganze Baseballstadion war komplett drumherum. Die Bande war alles in purple. Auch den Trikots in weiß und purple. Und ja, geile Farbe. Schön so Trikots und Uniform und generell deren Klamotten auf der Uni, alles in purple gehalten. Schon sehr cool. So. Ich bin somit der Erste hier. Zum Spiel nochmal. Erste Halbzeit richtig gut gespielt, komplett dominiert. Ich kam rein, da waren wir sogar noch besser als davor, die 30 Minuten. Hab auch direkt einen Ball in die Gasse gespielt gehabt und so. Und ja, Halbzeitpause hast du richtig gehört, wie der Trainer von denen die richtig angeschrien hat. Und deswegen kamen die halt erstens viel, viel höher raus. Also sie haben viel, viel höher gepresst. Und weil sie in der ersten Halbzeit hatten sie nicht wirklich gepresst gehabt. Und die waren auch viel, viel aggressiver drauf und auch oft über den Limit. Also ich kann mich erinnern, 5 Minuten in der zweiten Halbzeit war so ein hoher Ball, wo Pablo zum Ball gegangen ist und der andere kam und der ist mir so reingesprungen mit einer offenen Sohle und ist gegen sein Knie, also mit der offenen Sohle gegen sein Knie gesprungen, was ja komplett absurd ist. Ah, Mr. Frazzoso. Look at this. I got it back, huh? Vamos. $100 in my pocket, huh? About half that money, I'll just spend it all on weed, bro. I swear to God. Auf jeden Fall war dann die zweite Halbzeit auch wegen den Refs, mal wieder typisch, bisschen so, wie sagt man, hat so ein bisschen an Aggressivität zugenommen und an Fußballstruktur abgenommen gehabt. Also es war dann sehr, sehr durcheinander das Spiel, weil die Schiedsrichter das halt auch so durchgehen lassen haben. Also im Prinzip hätten die 2 rote Karten kriegen müssen, wenn nicht sogar fast 3. Und wir hätten auch eine kriegen müssen, weil Philippe hatte schon eine gelbe und hat dann einen abgeräumt per Grätsche. Und er hat ihm keine 2. gelbe gegeben, was komplett verrückt war. Weil ich dachte so, okay, jetzt sind wir einmal weniger noch für die letzten 30, 40 Minuten. Aber ja, so ist es in Amerika. Dann wurde ich kurz ausgewechselt nach 25 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo ich mich sehr, sehr stark drüber aufgeregt habe. Und das auch dem Trainer so mehr oder weniger ins Gesicht gesagt habe und meinte, hier, mich nimmst du raus in die 10, der halt sein Sohn ist, der nichts gemacht hat in der zweiten Halbzeit, deswegen hatten wir auch so Probleme, weil die haben hochgepresst. Und dann muss eigentlich der Zehner und der Stürmer müssen ein paar Bälle vorne festmachen, damit wir dann weiter vorne Ballbesitz haben können, hat er aber nicht gemacht. Da habe ich dem Trainer auch so gesagt, dass der Zehner nichts macht und er mich da rausnimmt.
kamen die zwei Co-Trainer zu mir, haben mich beruhigt, meinten, die haben mich rausgenommen, damit ich mit einem kühlen Kopf wieder runterkomme und damit ich mit einem kühlen Kopf wieder weiterspiele für die zweite Halbzeit, für die restliche Zeit und das Spiel zu Ende bringe. Und meinten auch beide direkt so 5 Minuten, 10 Minuten kurz ausruhen und dann kommst du wieder rein. Was auch ein gutes Zeichen ist, weil es gab ja vor 3-4 Wochen Zeiten, wo ich nur 10 Minuten gespielt habe, wo ich irgendwie, wo die Zentrumspieler vor mir ein- und ausgewechselt worden sind, wo ich keine Sekunde gespielt habe. Und mittlerweile habe ich es mir aber auch so erarbeitet, dass ich so wichtig geworden bin für die Mannschaft, dass ich halt in den Köpfen der Trainer bin und die ganze Zeit mit mir planen. Und wenn ich ausgewechselt werde, dass sie mich direkt wieder reinbringen wollen und auch direkt mit mir reden und sagen, hier, 5 Minuten kommst du wieder rein, ganz ruhig, komm kurz runter, dann kommst du wieder. Und ja, letzten 15 Minuten, wo ich wieder drin war, kam ich für den Sohn des Trainers rein. Und die letzten 15 Minuten waren wir auch wieder besser. In der zweiten Halbzeit hatten nochmal 1-2 Chancen uns rausgespielt, aber zum Tor hat es trotzdem nicht erreicht. Und am Ende war es 0-0, jetzt sind wir seit 5 Spielen ungeschlagen. Und am Ende ist es auch egal, weil es eh kein Conference-Game war. Deswegen, ja. Jetzt am Samstag spielen wir gegen Redford. Gegen Redford haben wir letztes Jahr 6-0 gewonnen, auswärts. Deswegen ist es eigentlich ein Pflichtsieg, wenn wir in die Top 4 kommen wollen fürs Turnier. Deswegen. Heute haben wir frei. Heute ist Mittwoch, heute haben wir frei. Ich war schon in der Bibliothek, hatte Unterricht, habe schon ein bisschen was für die Schule gemacht. Jetzt fahren wir zurück. Mache jetzt noch ein bisschen mehr für die Schule und wir müssen eigentlich heute noch einkaufen gehen. Müssen nur gucken, ob wir es hinbekommen. Champions League ist auch noch gleich, deswegen. Ja, und FIFA auch noch heute Abend. Jo, jo, bist du für so, jo, jo. So, jetzt machen wir Hausaufgaben. Der Knecht hat ein Pack bekommen, der spielt gerade, hat einen Gegentor kassiert, redet hier mit den italienischen Kumpels und beschwert sich die ganze Zeit über FIFA. Nein! Eine Merda. Oh. Hazard. Bro, Hazard is nothing, bro. Fuck! I thought it was at least 86, man. I mean, he's not bad. Bro, he's 2K. Fra, ho trovato Hazard, zi! Sì. Aspetta, ce ne sono altri, eh? Che schifo, Dio canta. Show, ma vaffanculo. So, ich hab grad frisch geduscht. Wir sind fertig mit dem Training. Ich zieh mich jetzt schnell an. Esse kurz was und dann gehe mir downtown. Ich fahre auf jeden Fall mit. Oh, schnell sich für die Haare hier gegenseitig. Ich gehe mit anderen downtown, weil da ist so ein Event von unserer Basketballmannschaft, also von unserer Uni. Die Basketballmannschaft macht irgendwie in der Stadt unten so ein, ich weiß nicht, die haben so ein richtig so ein Court aufgebaut und so. Und da soll schon richtig was los sein, meinte Justin. Der ist nämlich da gerade lang gelaufen durch die Stadt, weil er da direkt wohnt. Und da meinte er schon richtig voll und so. Und ich weiß nicht, ob da irgendwie gespielt wird, ob es da irgendwie so einen Dunk-Contest gibt oder was auch immer. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und geil. Deswegen ziehe ich mich schnell an, esse und dann gehen wir runter und gucken uns das mal an. Hier wird wieder. Ah, in Colorado questo. Ah. Yeah, però, ragazzi. Sì, però. No, però, non metterlo su online questo, dai, che c'ho. Cambia tempo. Auf jeden Fall, ja. Ich filme auf jeden Fall alles. Ich glaube, es ist sehr, sehr geil. Mal sehen, wie es wird. So, Outfit bis jetzt. Ist cool. Sehr, sehr cool. Black Cat. Stimmt. John Fear Black Cat. 6 p.m. Jogger im Babyblau. Miami Heat T-Shirt. Und ich ziehe noch einen Zipper an. Weil es sehr, sehr kalt ist. Auch von 6 p.m. Den blauen. Und dann gehen wir gleich los. Ich esse noch kurz einen Avocado-Toast und dann. Im Job auf frischem Licht. Hab viel zu tun, doch nimm mir Zeit für dich. Guck, ich vergesse. Schweizer Musik, das hört man in der Schweiz. Das hört man in der Schweiz, Leute. Unglaublich. Ja, hallo,
messo come esempio di accelerazione questa, fra. Questa hanno messo. Quale via tu di una volta per me? Berlina Style, Berlina Style. Yeah, it's right here. This is for. Oh shit! If you find parking, yeah, go right here. Come to there's a big parking lot right here, but there's look for maybe. Oh, Gebäude. Und hier rechts wohnt Justin. Genau da, wo ich gerade hinfilme. There's a family there. Wir holen jetzt kurz Justin ab und dann gehen wir downtown. Oh, right here. Oder dorthin, wo es. Ah, no. Sorry. Ask them, just ask them. Yeah, hey, you fucking leaving me, you motherfuckers? Yeah. Ask him, ask him. No, that's fine. Ah, ask here, ask here, like here. That. Ask like there that. Oh, there's a Porsche. Get it on camera. German car, hey, just to let you know. Here, Mercedes, German car, just to let you know. Yeah, because they can't afford Italians. So, nach 15 Minuten suchen, nach einem Parkplatz haben wir jetzt hier. Ich glaube, das ist in Ordnung hier zu parken, an den Nummer 1 zu sein. Ist okay. Ist zwar nicht perfekt legal, aber halbwegs legal. Mamma mia che stile. Shish. Shish. What a night, guys. Dann chillen was ab, Musik. Plus noch jemand, der die ganze Zeit spricht mit dem Mikro. Da arbeite ich immer im Spring. Den haben wir kurz Hallo gesagt. Steve und Brandon. Die gehen jetzt schon rüber. Also warten wir doch nicht auf Justin. Na gut. Es sind ganz viele Leute draußen am Essen. Und jo. Hier kommen auch gut auf. Hey! Hi, good? Good, you? Mit denen habe ich letztes Jahr zusammengearbeitet, noch bei Sophias, und der hat halt seinen Job gewechselt. Manuel. Aus, ich glaube, Peru, habe ich mir nicht sicher. Ja. Und da vorne. Boah, ist das geil. Einfach mitten in der Stadt so ein Ding aufgebaut. Das erlaubt you to reunite with former teammates and play with players you've competed against even in high school. Oh, that's a great opportunity, though. All my teammates, they hold me as brothers, and they teach me every day, and I love the coaches that I meet with my brothers. Very good. All right. They were teaching you something right here, right now. Can we know what it is? You'll tell us. Ladies and gentlemen, we got the cameras out. Look at the whole squad is ready for this. We're down there. If you don't know, you better ask somebody. Jordan, here we go. All right, we won't let him go again. Alright, maybe it was the pass. The timing wasn't right. Jordan, we need to see it this time. We need to see it. Meiner Mannschaft ist keiner da, nur die, mit denen ich gefahren bin. Ladies and gentlemen, next step up.
unsere Cheerleader. Naja, weiß ich nicht, ob das eine gute Qualität ist hier. Hier, das ist Tom. Das ist das Tom, der Meister. Bester Mann. Der hat eine eigene Modemarke, der Kollege da. Mannschaft und dann noch drei weitere so von den Zuschauern. Die mussten die Papierdinger da so rausziehen. Das war so das Game. Die Jungs haben natürlich gewonnen. Oh. Ich weiß nicht, wo meine Leute sind. Ich hab sie verloren. Ich glaube, die sind alle hier drin und trinken. Keine Ahnung, wo die sind. Schwach. Ist der Coach, I'm only coming if he's starting. If he starts, I'm coming. If he starts, you win. You gotta come to the game. Turn it up. I have a tell Coach D that he's gotta start. Bro, Coach D's gonna be pissed tomorrow. Also, ich muss auch immer einfach direkt zu mir sagen, um Hallo zu sagen. Auf meiner Basketballmannschaft, Tom, der größte Playboy aus der Mannschaft. Kommt immer zu mir und sagt, hey, komm. Mr. Chetini! Welcome to his fucking vlog! Hey, hey! Mit ihnen habe ich auch zusammengearbeitet. Bester Mann. Mit ihm habe ich zusammengearbeitet und mit denen, die ich davor getroffen hatte. Beide bei Sophia zusammengearbeitet. Und er ist auch weg. Er war richtig gut. Brandon war sein Name. Die Dinge sind vorbei, es ist hier so clubmäßig aufgebaut. Also da läuft die ganze Nacht von 6 bis 0 Uhr. Und dann kann man da Dreier werfen, auf den Court chillen, was auch immer. Und ja, wir trinken jetzt ein bisschen was. Ich trinke ja kein Bier, aber ich trinke dieses Trash, das ist so lecker. Da so ein VIP-Bereich, Justin ist da drin. Warum auch immer der ein VIP-Bändchen bekommen hat, aber er hat eins. Arbeit. Arbeit? Ja. Wegen seiner Arbeit. Was ein Typ. Er hat's geschafft. Guckt euch mal an, wie geil das ist. Das Ding ist, das ist jetzt so richtig bläulich. Und umso mehr Red Bull reinkommt, umso grüner wird es. Es war ein bisschen eklig, dass der Red Bull so drin ist, im Getränk. No, I'm just kidding. Bro, that's so good, bro. What is it? Trash can. $10. Hey. Sie ist auch ein Golfteam. Die ist bei mir im Economics drin. Wow. Guck mal, was ich das an. Für 2000 Leute. Wie
jetzt auch so ein Schweizer oder ein Deutscher? Der wird lassen. Und hier shaked er sein Ass da vorne hinten. Die Hüfte. Wie geil! It was amazing. Because there's a little park in front of the. You can swipe. Nah, that's. That was the little park. Justin's it was. For me, it was. It was like a little. Have you ever been to Como? Detox in Italy? Yeah. Yeah. It was business like talks. A Swiss. Como. Zahlen über den Jobs. Also schon 30 hat schon Erfahrung. Justin hat ja schon seinen Job. Sehr, sehr viel Talk. Da sind die ganzen Chefs von unserer Uni in diesem VIP-Zelt am Essen. Und hier ist ein Police Officer, der chillt aber nur. Und der andere Police Officer, der soll auch mal eine Stunde danach noch immer am Basketball spielen. Guck mal, der ist am Blocken. Und der ist nicht schlecht, der hat schon ein paar Körbe gemacht. Guck, da hat er den Ball, spielt raus. Ah, hat den Ball, oh, oh, oh. Das ist geil. Der spielt einfach mit seiner Knarre und alles rum und dran, spielt er einfach auch ganz entspannt Basketball hier mit den Jungs. Die Bühne ist mittlerweile, also die Musik ist mittlerweile aus, wird alles abgebaut gerade. Aber hier wird noch ganz entspannt weitergespielt. An sich wäre es sogar geil, wenn sie es immer hier so einfach lassen würden mit dem Court. Aber machen sie glaube ich nicht. Bam! Was ein Pass. Oh, zu hoch. Oh, 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 Defense, Defense. Oh, oh, holt er sich den Ball? Ah. Oh, oh, noch ein. Das heißt, das heißt. Jan Sommer oder who? Sommer. Hey. Jan Sommer. Look at this, guys. Look at this. So impressed. Like the jokes about this guy. Sommer. Wir haben jetzt gerade eine spannende Runde. Tell me, Luki, which goalie? Wait, quatschen. Steph Curry, Kevin Durant against LeBron James. Hier ist alles abgebaut. Philo, which goalie has been played? Da waren wir davor. Wir haben jetzt die Plätze gewechselt. Well, mit den zwei, die wollten, also er versucht sich hier zu klären. It was a Christmas game, but even the Cavaliers also, sind beide Basketball. Yeah, for me he's like a Casper Schmeiß. Und ist Senior, sie ist nicht mal jung, kein Freshman. Oh, you're a Warriors fan. Er ist schon 24 Jahre alt. Since they don't know what team to pick. Okay, I heard a lot of bad. Das ist der immer die ganzen Basketballspieler, so die Organisation macht, das spricht, die kleinen Events da macht in der Halftime-Show und sowas. Hier im VIP-Bereich ist es auch mehr. Da sind nur noch ein paar Leute. Aber an sich ist es hier relativ leer. Maido will auch ein bisschen was sagen. Frank, warte LeBron. Luki, how would you say would Fido play like a left back? Which left back? Alfonso Davis. Alfonso Davis. Because of speed, eh? Das ist cool. Sehr, sehr cool. Weil die Basketballmannschaft von denen ist komplett neu und es ist relativ interessant zu wissen, wer so der beste Spieler ist. Ich schnauze mit deinem Vlog jetzt, ehrlich. Sag mal, welcher Spieler? He's doing a vlog for the people back home. Fabi, sag mal. Fabi, sag mal. Luki, welcher... She drinks Mentos. She's lost to Cherry, but that's no sin. Because she still got the box. The Cherry came in. Oh! Cheers! Das ist dieser Ort, wo Lukas seinen Geburtstag gefeiert hat. Da hinten ist dieses Billy Beans, wo wir immer lernen gehen. Und das ist ihr Auto anscheinend. I don't know, was für ein Auto das ist. Hopp. Ah, ist ein Dodge. Ah. Karma, Karma. Hopp. Boah, das stinkt aber. Ah. Was ist das? Naja, wir fahren zu Hause mit denen, weil die auch schon nach Hause gehen und weil die auch müde sind. Wir zwei einfach mit, weil Uber bezahlen wäre dumm. Andrin und so. Andrin ist ja, wir sind ja mit Andrin hergefahren. Und Andrin wird ja noch dort und geht weiter. Fra, let it be, bro. Non si spera nachts. E mi sono accorto che c'avevo lo schermo spento ma la play era accesa. Der schlug die ganze Zeit, weil er so viel getrunken hat, der ist mittlerweile zurück. Seit 30 Minuten. No, Fra, non fare video. Oh, sono fattissimo, non fare questi video. Dai. Fra. No, Fabi. Comunque, Fra. Sono lecca. Fabi, sono fattissimo. Comunque, Fra.
danach. The day after the night, huh? Yeah, bro, crazy, bro. Ja, ein bisschen übertrieben. Mir da liegt. Make it to all the effects. Oh, here's his phone. Are they gonna do Leo? They're gonna do Leo. Yeah, but like phones right now, they are all waterproof. Yeah, 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 but still, you know. They can get Leo. No, no, please, no. The phone. No, 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 no. No. He got scared. What's up to YouTube boys? Oh. Here, Pablo. What's up, dog? You guys alle da zu diesem Parkplatz da, wo dieses komische Familienfestival ist. Hey, Fabi. Hey, Fabi. Hey, Fabi. Why you look so good, bro? Oh, show the fit. Yeah, let me. Yeah, let us. Let me see. Let me see. Sheesh. Okay, guys, okay. Shit! Joseph. Oh, just nothing too special. You dig. Ooh. Gotcha. Hey, Carson. What's up? Bro. Guckt euch das mal an. Das ist, also da. Da ist die Mensa da hinten. Das ist Hotch, wo die ganzen Basketballspiele sind, und hier ist eigentlich ein Parking-Slot, wo halt normalerweise Autos parken und da unten eigentlich auch. Und da haben die jetzt einfach einen Rummel hingehauen. Aber ich glaube nur für heute, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da, ja, da hinten ist Essen anscheinend, da stehen sie alle an, weil sie natürlich alle nur fürs Essen gehen. Das ist ja auch ein bisschen, also was sollen denn die Studenten? Das ist viel zu klein für Studenten. Aber na gut. It's your Family Weekend. Stimmt, das ist Family Weekend. Es gab schon irgendwo so einen riesen Banner Family Weekend. Ja, voll geil. Jetzt haben wir hier so einen Rummel hingemacht. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht auch ein bisschen wegen dem Oktoberfest gemacht haben, aber ich glaube nicht. Gut. Ja, irgendjemand hat gesagt, wegen dem Oktoberfest machen sie das. Oktoberfest? Naja, so halt so. Das Maß hier. Naja, wir sind ja hier in South Carolina, sind ja viele Deutsche. Ja. Haben sie mal einfach als Family Fest einen Rummel hier hingehauen. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, wie süß. Sind da große Jungs drin. Das ist ein Riesenrad. Ein Hammer. Da drin so ein Ding. Ich will einmal gucken, was da so drin ist. Die ganzen kleinen Dinger da. Die Kletterwand, ne? Mr. Guy Guy. Das ist seine Freundin hier aus Dänemark, von den Süßen. Danke, das war. Also hier gibt es das hier, was die gerade hatten zu essen. Hier kann man sich so T-Shirts, ich weiß nicht, ob man T-Shirts geschenkt bekommt. Da auf jeden Fall kann man sich irgendwelche anderen Sachen kaufen. Hier ist die Kletterwand. Gerade eben haben hier so 15 Leute getanzt gehabt zu der Musik. Was gibt's da? Popcorn. Ja, da ist Popcorn. Musik. Das da verstehe ich gar nicht, was sein soll. Wartet. Yeah. Also da setzt man sich rein. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht ohne Sitzer. Hier soll man sich irgendwie mit so einer Kugel abwerfen. Und sowas machen halt auch echt nur Amerikaner mit. Die das richtig ernst nehmen, ey. Vor allem den kenn ich auch noch. Das ist der Freund von Haalands Freundin. Naja. Aber das ist schon heftig. Dann ist da schon echt. Also. Das ist komplett unnötig, weil da von dort oben siehst du echt gar nichts. Also macht gar keinen Unterschied. Das hier ist wirklich auch lächerlich.
Wobei, es dreht sich nochmal um die eigene Achse, aber ja. Ich glaube, das ist trotzdem nichts Besonderes. Oh, die ist ja mein Astronomiekurs. Naja, lass mal lieber. Das ist nicht ohne. Ich glaube, das ist ja wirklich sogar, aber ich glaube, die Schlange ist zu lang. Sonst würde ich das eigentlich gerne machen. Das ist alles for free hier übrigens. Dann, ich weiß nicht, was das sein soll. Man soll irgendeine Scheiße drücken, keine Ahnung. Das ist so für kleine Kinder. Ein Spiel, wo man so drüber springen muss, über irgendwelche Hürden, keine Ahnung. Axt werfen mit einer richtigen Axt, das ist geil. Ich glaube, das will ich machen. Mit so einer Holz, mit so einem Holzziel, richtig geil. Das machen die auch immer gerne in Amerika, Axt werfen. Hier diese Sachen, die man sich kaufen kann, keine Ahnung. Da. Ich habe keine Ahnung, was die Sachen sind. Wartet. Also auch Spiele. Ah, da muss man mit so einem Stoffding da reinwerfen, dann kriegt man irgendein Geschenk wahrscheinlich. Und das ist also ein Glücksding. Mit Punkten. Wahrscheinlich die mit den meisten Punkten kriegt dann auch irgendwas gewonnen. Ah, ich krieg so ein Ding. Und damit kann man. Ah! Hier gewinnt man sozusagen Tickets für die Sachen da hinten, glaube ich. Für die Sachen da hinten, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Sie haben gerade gewunken in meine Kamera, weil sie wissen, dass ich Vlog mache. Keine Ahnung, ein bisschen cringe. Oder fürs Essen. Oder fürs Essen gewinnt man. Hier sind so ein paar kleine Spiele. Minigolf, so ein Ding. Dieses typische Spiel in Amerika, wo man so rüberwirft auf dieses Brett. Fische zum Essen. Keine Ahnung. Ah, da kann man gemalt werden. Wie cool ist das denn? Aber da stehen halt ganz viele Mädchen schon an, die natürlich gemalt werden wollen. Und dann da oben ist Essen. Da gehe ich, glaube ich, gleich hin. Naja, das war eine kleine Tour hier. Ich werde hier nicht lange chillen, weil ich gehe mit den zwei Kollegen schön essen. Fertig, oder? Ich bin fertig. Ich will eigentlich nur noch oben das Essen zeigen. Aber da einer hat sogar reingewunken in die Kamera. Ah. Hey, what's up, YouTube? Oh, it's not bad. Hello, hello. Hello, hello. So, wir wollen jetzt rein. Ich glaube, es wird echt cool, wenn es dunkel ist, weil dann die Lichter da noch viel, viel mehr herausstechen. Ist echt was Cooles an sich, was sie da aufgebaut haben. Aber wir gehen jetzt nach Greenville, gehen was essen. Hier ist übrigens ein kleiner See. Ein Teich, ne, schon ein See. Naja. Und ja. Wir gehen jetzt lecker essen. Ja, ich kann Ruf lösen. Unser Plan jetzt. Wir waren hier drin essen. Ist ganz cool hier. Essen war gut, riesen Burger geholt, Nachos als Vorspeise. Das Geile ist hier natürlich mal wieder,
habe ich eine Cola bestellt und habe 4 Cola bekommen, aber habe nur eine bezahlt. Das ist geil in Amerika. Muss man ja auch erstmal erzählen den Leuten in Deutschland. Da waren wir drin, wir waren aber im ersten Stock, da war auch so ein DJ, den seht ihr da, der hat da ein bisschen Musik gemacht. Ja, und im zweiten Floor heißt es hier, unten waren wir nicht. Eigentlich ganz nett hier, wie es hier alles ist. Auto haben wir hier direkt geparkt, glaube ich. Haben irgendwie $10 bezahlt, was für amerikanische Verhältnisse völlig in Ordnung ist. Und ja, jetzt gehen wir noch zu so einer anderen Rooftop-Bar, wo wir ein paar Cocktails wahrscheinlich trinken werden und dann danach fahren wir wieder nach Hause. Ja, 20, 30 Minuten. Jo. Die Stadt ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist auch sehr, sehr viel los. Hier laufen sehr, sehr viele Menschen rum. Sehr, sehr viele Autos, sehr, sehr viele Bars offen. Auf jeden Fall wesentlich mehr los als in Spartanburg. Und ja, echt nett hier, Greenville. Echt sehr, sehr nett, vor allem die Straße hier mit ganz vielen kleinen süßen Bars und Eisläden und alles drum und dran und sehr, sehr viele Menschen. Schon wirklich cool. Ein riesen SUV. Ja. Cool. Da waren wir. Also, wir sind jetzt auf der Rooftop-Bar, haben uns hochgedribbelt. Was gedribbelt, Digga? Ganz normal angemolten hier. Ganz normal angestellt. Hinter uns und vor uns nur 40-jährige Menschen, alle mit Hemd und Anzug und schicken Schuhen und die Frauen alle mit Kleidern und was weiß ich alles. Also Cocktailkleider, nicht nur Kleider, sondern Cocktailkleider. Hohe Schuhe. Die Männer sehen alle aus, als ob die hier gut Geld machen würden in Greenville und drumherum. Kein Anzug ist maßgeschneidert, ne? Ja. Muss man natürlich auch mal sagen. Sieht man natürlich direkt. Aber ja, mit dem Pornoschnauz hier. Aber die haben ihr Einkommen. Die haben vermutlich schon Geld, ja. Die haben ihr Einkommen. Und wir haben uns schon erstmal ein bisschen in der Federnplatz gefühlt. Ja, wir haben jetzt einen guten Platz. Wir haben jetzt einen aber Platz. Jetzt haben wir einen guten Platz. Also erstmal Federnplatz und jetzt haben wir einen guten Platz. Direkt vorne mit Ausblick. Ich zeige euch das gleich alles. Hier die Rooftop, sehr, sehr geil. Wir holen uns gerade 3 Cocktails und genießen dann vorne die Aussicht mit den Cocktails. Genau. Ja. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Trinken wir. Ein schöner Freitagabend. Wieder ein Cocktail, vielleicht noch eine zweite Runde und dann fahren wir wieder nach Hause. Genau. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Du leidest mal nicht mehr, weil das zieht den Abend nur runter, glaube ich. Ja, das reicht auch. Nach gestern reicht es, zieht nur das Niveau runter und morgen ist ein Spiel. Morgen ist ein Spiel. Morgen aber müssen wir gewinnen. Erst um 7 Uhr, also 19 Uhr, gegen Redford, gegen die müssen wir gewinnen. Müssen. Und ich sitze erst auf der Bank, komme dann wieder rein, spiele wieder gut. So wie in jedem Spiel. Aber na gut. Anderes Thema. Ich zeige euch kurz mal die Bar hier ganz kurz, ohne dass es irgendwie zu peinlich ist. Das ist die Bar, so mehr oder weniger, da sind die Getränke, da holen wir uns gleich was. Da geht's raus. So, 15 Minuten später. Wir sind vorne angekommen in der Bar und können jetzt gleich mal endlich mal bestellen. Ja. Was nimmst du? Ich nehme Mojito und die Bar ist sehr, sehr voll geworden mittlerweile. Also hinter uns hier, es ist komplett voll. Alle wollen irgendwas bestellen und ja, wir haben aber schon gute Plätze draußen, das ist schon mal stark. Ja. Hinter uns ist ein Typ, der die ganze Zeit mit so einer hübschen Tussi am Quatschen ist, wo du ganz genau weißt, die hat nur Dollarzeichen in den Augen, die Dame. Der Typ ist echt ein hässlicher Nerd, der halt gut Geld macht. Mehr nicht. Naja, zeig ich jetzt nicht. So, die Fänge sind schon ready, 2. Und die Frau ist eine Asiatin, die arbeitet sehr, 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 sehr schnell. Sehr, sehr krass. Das ist machen wir. Nein, ist besser. Nein, nicht besser. Jetzt gehen wir raus und genießen es. Ja. Da haben wir die Getränke geholt. Hier ist ein kleines Feuer. Da kann man rausgucken. Ich habe $40 jetzt für 3 mehr oder weniger Cocktails bezahlt. Hier ist nochmal so eine Feuerstelle. Da ist Highway, Autobahn. Und die sitzen hier. Starke Plätze haben wir. $40, top. Cheerio. Tschüss.
schon geil aus. Ich mach das jetzt schon mal ein bisschen detaillierter. Wir wollen die andere Seite zeigen, weil die auch noch sehr, sehr schön ist. Aber das ist schon auch sehr, sehr cool hier. Ich hätte jetzt immer das Rap-Pool an gesagt, no, Bramble. Ah, oh, alright. Ich falsch gemacht. So, wir hauen jetzt rein. Wir waren jetzt hier und haben gesessen. Und das Feuer ist eigentlich auch cool, wenn man hier so ein bisschen bequemer sitzt. Ich zeige euch mal ganz kurz die andere Seite. So viel gibt es eigentlich zu sehen. Da alles Leute mit dem Hemd und ältere Menschen. Ich zeige euch mal ganz kurz hier. Die Ecke hier noch, wo hier auch ein Feuer ist. Da ist auch noch eine Rooftop-Bar. Ich glaube, das ist sie selber. Du kannst einmal rumlaufen. Ich glaube, das ist ein Hotel. Nicht ich glaube, sondern das ist ein Hotel hier. Und das ist die Aussicht. Das ist schon sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön, auch neben dem Licht und so. Das ist Greenville und ja, die Getränke. Guck mal, hier ist einfach ein Bild abgezeichnet, was ihr seht. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, aber das ist ja das Blau da, Himmel, Berge, Häuser. Ganz, ganz komisch für die Hotelgäste zu runtergucken. Ein Bild einfach. Verrückt. Naja. Also, ich guck mal, dass ich die jetzt verloren habe. Meine Kollegen hier. So, das ist die Bar. Wie gesagt, alle mit Hemd. Alle mit Kleidern. Ja, der ja auch. Und hier geht's runter. Hier kann man essen, glaube ich. Und ja. South Carolina? No, the country. Colombia. Colombia. You go to the lobby as well? What's that? Yeah. Okay, cool. Which are doing in Colombia? I mean, I'm staying. Das ist die Lobby, da war der Eingang. Bei den Typen hast du dir das Bändchen abgeholt. Und ja, das ist die Hotellobby hier. Eigentlich ganz cool. Da sind die Zwecknische. Übrigens, Bändchen. Wie ein Club für die Rooftop-Fahrer. Nicht schlecht. Sieht ganz cool aus. Sieht aus wie Mila Kunis. So, hier ist ein Fluss. Und da oben waren wir. Und da ist die andere Rooftop-Bar. Also es ist, glaube ich, bei selber könnt ihr da so rüberlaufen, aber wir waren genau da waren wir. Ja. Jetzt laufen wir hier wieder hoch, die Straße, bis die Stadt zum Parkplatz, wo das Auto steht. Yes sir, yes sir. Das ist ganz nett hier. Wirklich nett. Und es auch da. Und es ist auch nicht kalt. Findet ihr es kalt? Ja, langsam wird es wieder kalt. Ja. Also, es ist aber jetzt. Du hast die einzige, der lange Hosen hat. Ja, ja, ich habe eine lange Hose an. Natürlich der Fuchs hier. Der Fuchs, ja. Fuchs und Downs. Also, es ist aber jetzt nicht, also es ist etwas frisch, aber es ist jetzt nicht kalt. Nee, nee. Ist angenehm. Ist so aber ich will jetzt zum Beispiel nicht da nee. Unten durchlaufen alleine. Ja. Dann würde ich ehrlich gesagt rennen. Ja, hättest du Angst, ja? Ja. Aber ja, zum Beispiel letzte Woche in Spartanburg war es frostig, da war es richtig kalt. Ja, deswegen heute ist es hier in Greenville ist echt wieder wärmer, die Luftfeuchtigkeit. Und das Hotel ist schon echt cool mit der Rooftop-Bar, muss ich sagen. Hat schon was. Hat sich was, bleibt im Kopf für nächste Male. Eine Woche Schnee, eine Woche Schnee. Spieltag, wir haben ganz hinten rechts geparkt, den letzten Parkplatz haben wir bekommen, weil es hier unglaublich voll ist, alle Parkplätze sind besetzt, weil noch immer dieses Family Weekend ist und es hat sich jetzt hierhin verschoben, wo wir spielen irgendwie anscheinend, deswegen ist auch eine Hüpfburg mitten drauf und da vorne steht, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da steht Families Weekend oder so Scheiße und ja. Die Mädchen spielen schon, die spielen direkt vor uns. Sie haben irgendwie schon um 16 Uhr, glaube ich, Anpfiff gehabt. Deswegen spielen sie gerade und wir spielen halt direkt nach den Mädels. Was für einen Platz an sich nicht so gut ist. Aber na gut, hier ist auch abgesperrt und so. Ich weiß nicht, was hier los ist oder warum das Ganze stattfindet. Auf jeden Fall ist hier alles voll.
keine Parkplätze mehr und ja. Mal sehen, wie voll es dann wird beim Spiel. Ich glaube, jetzt müsste es ja relativ voll sein, weil alle Parkplätze voll sind beim Spiel der Mädchen. Aber vielleicht befinden sich auch alle Menschen nur hier drin in diesem Gebäude, weil da irgendwas stattfindet. Und unser Spiel ist ja erst um 19 Uhr und dann geht die Sonne unter und dann ist es auch arschkalt irgendwann. Deswegen ja. Hier ist ein Stand. Da ist Hilfburg. Hier sind wieder so Spieler aufgestellt, wie immer. Da drin ist irgendwas. Ja. Hier ist das Spiel. Hier gibt es was zu essen. Und ja. Mal sehen, wie voll es wird. Auf jeden Fall. Wollte ich sagen, das Spiel heute ist gegen Redford. Gegen Redford haben wir letztes Jahr auswärts 6-0 gewonnen. 6-0. Das heißt, im Prinzip ist ein Sieg heute Pflicht. Aber mal sehen. Vielleicht haben sie neue Spieler bekommen, die relativ gut sind, keine Ahnung. Aber in der Videoanalyse sahen sie auch nicht so gut aus. Das heißt, mindestens 2-3-0 sollten wir schon gewinnen. Also ein Sieg auf jeden Fall, um die 3 Punkte mitzunehmen. Oder hier zu behalten, besser gesagt. Und sonst mal gucken. Ich komme dann wahrscheinlich wieder rein. Hier sind nochmal 3 Stände und da unten spielen die Mädels. Zeig euch das kurz. Das ist unser Maskottchen, mehr oder weniger. Der Typ da. Ich weiß nicht, was sie hier machen. Aber er kriegt den Luftballon. Alles für so kleine Kinder hier. Und da unten, oh. Schon echt gut voll. Echt gut befüllt hier. Und da unten spielen sie. Und es steht 1-0 für Upset. Und die sind momentan erst in der Conference, weil sie gegen Redford unter der Woche gewonnen hatten. Und Redford ist bei den Mädchen sehr, sehr, sehr stark. Ja. Und die sind davor noch nie ins Turnier gekommen. Also die haben immer schlecht abgeschossen in der Conference mit den alten Trainern. Jetzt sind neue Trainer, neue Mannschaft aufgebaut. Alle Spielerinnen sind neu. Und schon sieht es gut aus. Ich glaube, dieses Jahr kommen sie safe ins Turnier und dann ist eh alles möglich, wenn man so im Halbfinale steht, dann ins Finale zu kommen, weil es ja dann ein K.O.-Spiel ist direkt. 2-0. Da bin ich raus aus der Kabine, weil ich habe meine Tasche abgelegt. Machen wir es 2-0. Und da sind die ganzen Fans aus meiner Mannschaft. Ah, Mr. Brayden Brayden. Fabi, sit. Fabi. Boah, ich seh einen Tasche, Bro. Oh Fabi, no! Fabs, Fabs, Fabs. But there's water? No, Fabi, no! Oh, it's not. What is it? Fabi, stun, dun. There's water right there. Oh, oh, oh. Guys, someone just let someone sit in it. Of course you're here, huh? Yeah, good watching. Bro, did you see that goal? Just to wipe it up, support, did you get it on camera? No, no. It came out of the locker room. Nah, what did you see? Die sind schon alle hier zu gucken. Oh, da sind sogar Basketballer. Jungs. Die da. Fabrizio, what was that? Chairs. Fabrizio. Hey, Dara. What was that? What a foul. What a finish. Steht auf der Stürmerin. Who's scored? Oh, also steht 2-0. Schon die zweite Halbzeit. Also noch 30 Minuten in der zweiten Halbzeit noch zu spielen. Und ja. Geiles Wetter, die Sonne scheint. Wir sind hier gucken. Anfang Oktober. Ich kann nur sagen, bei dem Frauenfußball ist jeder zweite Pass ein 50-50 Pass. Es sei denn, okay, bei mir hat er klar. Es gibt jetzt einen Elfmeter, warum auch immer. Irgendwie einen Ellbogenschlag oder so im Strafraum. Und? Oh mein Gott. Aber die fielen ja eh schon 2-0, deswegen ist das nicht so schlimm. Ich glaube auch irgendwie, also das Spiel lief und auf einmal hat die Schiedsrichter schon 5 oder 11 Meter gegeben. Warum auch immer, es gibt ja kein VAR hier oder so. Keine Ahnung, vielleicht hat der da irgendwas gesehen, vielleicht hat sie selber was gesehen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die sind jetzt da hinten und erklärt das dem Trainer, aber die haben eh verschossen, deswegen spielt er einfach weiter. Naja, komm, ich spiele weiter und sie redet weiter. Shit, oh, 3-1 gemacht. Wir können es jetzt umziehen. Let's go. Geiler Ball von hier rüber gechippt und dann vor dem Torwart reingemacht. Vor der Torhüterin, besser gesagt.
Und der Kollege hat sich leider sein Kreuzband gerissen. Der war letztes Jahr schon die ganze Zeit verletzt wegen seinem Hamstring, wegen seinem Oberschenkel. Da hat er irgendwie eine Zerrung ein Jahr lang gehabt. Und jetzt hat er sich das Kreuzband gerissen. Nicht so gut, nicht so gut. Verloren. Ich habe sehr, sehr gut gespielt, weil ich habe mit Abstand der beste Spieler aus meiner Mannschaft. Kam rein nach 30 Minuten, da lag ich schon lange schon 1-0 zurück. Hatten 25 Schüsse und habe es nicht hinbekommen, ein Tor zu schießen. Gegen die schlechteste Mannschaft in der Conference. Sind also, haben jetzt auch zwei Spiele, erst einen Punkt. Wir hätten heute das Spiel gewinnen müssen. Das ist der schwächste Gegner in der Liga und sind eigentlich sicher 3 Punkte. Jetzt haben wir verloren. Es war sehr, sehr schlechte Stimmung nach dem Spiel. Trainer war sehr, sehr sauer. Pizzas kamen erst relativ spät an, dass wir da noch alle rumhocken mussten und warten mussten. Dann bin ich hier zurückgekommen, habe schon geduscht, habe versucht Mathe zu machen, aber sehr, sehr schwer, was ich in Mathe machen muss. Und dann kam Pablo in mein Zimmer rein, dann haben wir irgendwie 25, 30 Minuten miteinander gesprochen, über die Situation, über generell diskutiert. Weil es halt eigentlich nicht sein kann, dass wir beide zusammen nicht von Anfang an spielen. So, weil er spielt dann mit Jimmy und ich spiele seit 5 Spielen, bin ich der beste Spieler und trotzdem starte ich immer erstmal auf der Bank. An sich finde ich es gar nicht so schlimm, weil es ist normal, dass du keine 90 Minuten durchspielst. Ne? Und ich komme gerade immer nach 30 Minuten rein, spiele 15 Minuten von der ersten Halbzeit und spiele dann die zweite Halbzeit durch. Also ich spiele immer 60 Minuten, was für Amerika viel ist. Also eine gute viel Spielzeit ist. So. Jetzt mittlerweile haben wir angefangen, Highlights anzugucken von Jude Bellingham, Bayern gegen Dortmund zum Beispiel von heute, die haben 2-2 gespielt. Andere Highlights, Wirtz habe ich denen gezeigt. Und dann haben wir uns gerade eben so die größten Talente uns angeguckt. Und jetzt um 1 Uhr ist Rennen von Japan. Race from Japan, Formel 1 Rennen. Und das gucken wir uns hier gemeinsam an, weil die zwei Italiener sind sowieso Formel 1 Fans. Pablo ist noch hier, Freddy ist noch hier. Und ja, deswegen gucken wir jetzt alle gemeinsam Formel 1. Sehr, sehr cool. Und danach zocke ich vielleicht noch was. Und morgen muss ich Astronomie machen und Mathe fertig machen. Top. Yeah. Vamos Ferrari, vamos, vamos! Ja, no. Erst duschen. Währenddessen ist der hier am Ausrasten. Übrigens, ich zeige euch mal, wie sehr die Jungs hier bei mir leider, ich sag leider, weil ich bin nicht so, ich tick nicht so, ausrasten. Das Ding ist schon locker, weil sie immer gegen das Ding hier hauen. Hier. Und hier hinter ist ja unser Essen und außerdem ist es auch nicht unsere Wohnung. Also wir sind ja nur. Über den Zeitraum, wo wir hier sind, sind wir halt in diesen Wohnungen. Bezahlen dafür auch natürlich, aber wenn wir sowas hinterlassen, weiß ich nicht, ob es Ärger gibt. Ich werde nichts bezahlen für irgendwelche Schäden. Dafür sind die Leute hier schuld, die in FIFA verlieren und ausrasten. Ah, Vinci. Hier hat er schon auch öfter gegen gehauen. Das Ding hier, guckt euch das an, wie es hier hängt. Ja. Kann man hier noch irgendwas sehen? Es geht noch. Das Ding, weil das da immer dagegen haut. Ja, jetzt zeige ich euch mal das, was neuerdings auch kaputt gegangen ist. Und zwar. Ja, unser Stuhl. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, aber haben sie hinbekommen. Der da ist relativ ruhig noch in Sachen Zocken, aber der.
Und der, schlimm. Beim schreibt er dir noch immer dann Mails direkt. Oder über PSN. Und der, ich habe jetzt einen Luciano-Fan. Wie geil. Geil, geil, geil. So, es ist jetzt 0 Uhr, Sonntag. Das heißt, das wird das letzte Video vom Vlog sein. Ich esse gerade nochmal Pasta mit Tomatendosen und ein paar gekochten Zwiebeln. Gucke dazu mir gleich was auf YouTube an. Mathe habe ich alles gemacht, Hausaufgaben gemacht, Quiz mit 100% bestanden. Morgen gehe ich wieder in die Bibliothek, nachdem wir Training hatten, und lerne Astronomie für die Klausur am Mittwoch. Und Mittwoch ist auch direkt schon wieder das nächste Spiel. Deswegen, ja. So sieht's aus. Top! Okay, Adams, you're back, Shambo, it's just Jesse, come on, here we go!